Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 hier im Hotel Loror, Black Ray, keine Ahnung. Dieser Pur hat uns das Leben gerettet, als wir von diesem Garn hier, was man gar nicht so wirklich sieht, doch da ein bisschen das Rote. Da sind wir runtergeflogen. Und jetzt schauen wir mal, was wir hier mit Lev und Abby erleben. Aber geheiligt seist du, Pur, der das Leben gerettet hat. Mehr als. Meine Ohren klingeln. Wenn das der schlimmste Teil war, haben wir Glück gehabt. Vielleicht war es kein Glück. Vielleicht aber Jim. Schon. Manche Wolves glauben an Gott. Ich hörte sie beten. Kostenloses WLAN für Hotelgäste. 12.18.79. Tja, ich nicht. Wenn ich sterbe, sterbe ich für mich. Und was machst du dann hier? Warum bist du zurückgekommen? Schuldgefühl. Warum? Du schuldest uns doch nichts. Ich wollte ein bisschen lastlos werden. Nochmals WLAN. 12, 18, 79. Ja, so ein Gym, das wäre auch mal wieder was, ne? Auch seit Wochen nicht mehr betreten. Fehlt mir total. Ja, bist du. 12, 18, 79. Hoppa, zu weit. Die 79. So. Vielen Dank. Mal Pillen, Alkohol, Zeug, Klump. Sehr schön. Schauen wir uns gleich mal um. Treppenhaus. Vielleicht dürfen wir nicht. Schade. Das Healthy Restaurant. Oder auch nicht mehr ganz so healthy. Ihr lasst während eurer Schicht keine Wertgegenstände herumliegen. Es gibt ein Safe in der Absteigkammer in der Lobby. Der Code ist der gleiche wie fürs WLAN. Gut. Spätestens jetzt, wenn man sich richtig umschaut. Erfährt mir hier vom Safe. So, da ist nix. Da ist auch noch da. Ach, was genau. Pillen, sehr schön. Genau, Medipack mal herstellen. Ja, Kugeln. Lauschmodus. Ah, schon 3,5 sogar. Ja, dafür nutze ich aber zu wenig. Ich glaube, jetzt würde ich es mit dem Atem anhalten mal. Genau. Sehr schön. So. Dann würde ich sagen, auf zum Treppenhaus. Was hier war. Oder nach oben in dem Gebäude. Hier kommen wir runter. Wenn wir es zur Straße schaffen, sind wir genau beim Krankenhaus. Ja, wir werden sie fast unfreiwillig zur Straße geschafft. Eine Leiche. Einer von euch? Nein. Sieh dir die Kleidung an. Hier. Ist ganz schön dunkel. Oh, so geht das also. Sepp, Victor und Irina sind tot. Das Gebäude sollte geräumt werden. Avery und Marley werden vermisst und ich wurde gebissen. Das Nest war größer, als wir gedacht hatten. Ich wollte es hochjagen, aber die verdammten Zünder waren defekt. Typisch, dass mich letztendlich die Unfähigkeit der verdammten Fedra umbringt.
Na gut. Sorry, Kumpel. Infizierte in diesem Gebäude? Wir sind immer mit dem Aufzug runtergefahren, also keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ja. Sich hier noch hochgeschleppt. Oh, scheiße. Die Welt zu Ende, also müssen wir in diese Richtung. Okay, meine Armbrust habe ich keine Pfeile, daher. Sporen. Masken auf. Ich habe keine. Glaubt ihr Typen nicht an Gasmasken? Wir waren auf der Flucht. Lass mich sehen, was ich finde. Bleib hier. Zurück. Mach weiter. Wenn du stirbst, sitze ich hier fest. Dann bete mal, dass ich es schaffe. Fetro-Typen keiner mehr dabei hat, ne? Nix, also ein bisschen Muni und Zeug. Scheiße, hier ist alles verseucht. Shit. Einfach da oben bleiben, okay? Ja. Okay, mir fehlt gerade ein Krankenwagen. Ich weiß nicht, ob er es gehört hat. Das Mikrofon hat zumindest gar nicht ausgeschlagen. Mal gucken, nachdem es ein neues, wie sehr es darauf reagiert. Auf der Rückseite, wo wir gerade eben waren. Ich werde verrückt. Da habe ich doch gerade schon was gehört. Schon umbringst, nimm wenigstens die Gasmaske ab. Ja, schon. Ja, toll. Sie ist Auge geschossen. Das sind wir hergekommen, ne? Ja. Ich muss bloß 1:1 schauen. Da kamen wir her, okay.
Wollen wir diese Stille ins Spiel? Es tut mir echt leid, dass ich dazu auch nichts sage. Ich bin halt echt ein bisschen, würde man sagen, angespannt. Anführungszeichen. Ein Typ. Zu blöd, was ich vernünftig zu erschießen. Er würde ja nicht wissen können, dass da teilweise Jahre später Leute vorbeikommen und eine Gasmaske von ihm brauchen. Ah, sorry. Du bist gut. Ja. Sieht gut aus. Okay, zurück zu Lev. Mal hier noch gucken, was drin ist. Schreibchen, schau. Eine Klinge. Nichtsdestotrotz. Na toll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schlimm ist immer, wenn du die hörst, aber nicht im Lauschmodus hörst. Oh. Toll, nicht. Sich wohl verstecken. Das ist die Zwischenstufe, ne? Zwischen normalen Runnern und Klickern. Wir waren doch schon mal in diesem Horrorbüro mit Ellie. Lass mich in Ruhe. So, war's das jetzt? Für dich. Ja. Wir brauchen zu lange. Es geht eben nicht schneller. Es hilft deiner Schwester auch nicht, wenn wir beide tot sind. So. Wir packen das. Weg nach unten? Nein. Schreiben wir schnell darum. Abby, wie wär's damit? Was? Ja. Jetzt schauen wir trotzdem noch schnell da rein, wenn noch so ein Viech ist. Ich glaube nicht mehr. Hoffentlich. Lev.
darunter. Erfolgreich alle hinter mir gelassen. Geh mal runter. Sei vorsichtig. Ist runter? Komm schon. Du schaffst das. Kann ich jetzt mal hochschauen? Nee. Ah, super. Au. Möge er ruhig sein. Avery, im Black Gray Hotel ist eine große Gruppe von Infizierten, vermutlich die, die aus dem Krankenhaus gekommen sind. Du und dein Team müsst das Ganze von innen einreißen. Nutzt den vorhandenen Sprengstoff und Fernzünder. Viel Glück. Oh, das Zeug liegt bestimmt noch irgendwo rum und lässt sich bestimmt vielleicht noch zünden. Vielleicht. Cool wäre es irgendwie. Passt zwar nicht zum Spiel, aber irgendwie wäre es trotzdem cool. Na toll. So. Jetzt bring ich die Chance Wänden raus. Super. Das Ding ist gegen die Mauer. Aber da ist es nicht geblieben. Ich hasse dich. Wem sagst du das? Nee. Toll. Toll, toll, toll. Nicht. Nochmal was, ja. Was kann ich noch bauen? Ich brauche aber nicht, ich brauche keine vier Messer. Also müssen wir schauen, ob wir von den Viechern für etwas erkennen. Okay, ich dachte, da geht's runter. Oder auch nicht. Oh, nee, du. Ist das Springen? Scheint so. Ich dachte, sie rutscht da runter. Ich hab nicht gesehen, dass da runter geht. Wie viele Stockwerke müssen wir wohl noch runter? Keine Ahnung. Ist ein großes Gebäude. Was ist es? Genommen haben. Obwohl hier die ganzen Dämonen sind? Das war ein Witz, Lev. Oh. Kann ich nicht machen. Shit.
Vielleicht noch überlegen zu schießen, ne? Aber irgendwie hat es halt nicht ergeben. Ich habe mir dafür brechen die auch nicht raus, wenn man langsam ist. Ist das ein YouTube-Playbutton? Nee. Wäre lustig gewesen. Wie im Hotel ein YouTuber gewohnt hat. Hier noch irgendwas? Nee. Aber unser Weg weiter. Feuermarsch. Left. So. Ja. So geht's gar nicht weiter. Aber es ist dafür die Waffe, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, geht's jetzt weiter? Mal da runter. Das macht mir so fertig, dass die Viecher da überall sind. Ah, die Schrauben, okay. Dachte mir schon, wo gibt's den Ort? Ah. Da ist auch noch was. Nee. Kann eigentlich nicht sein, oder? Jemand irgendwie Probleme? Diese Drachenwaffe ist beeindruckend. Ja, ist sie. Ich habe den Flammenwerfer gerade nicht eingesetzt. Aber ich habe Feuer eingesetzt, das stimmt. Verschwinden wir hier. Ist den für ihn sehr, würde ich probieren, zurückgeben zu können, ja. Rumgehen können. Ich muss nochmal den Flammenwerfer ausprobieren, wobei ich den halt wirklich aufheben würde. Wenn es geht, gegen irgendwas Großes, Fieses. Ja. Irgendwas Großes, Fieses. Alter. So, scheiß Blauter. Okay. Alles klar da hinten? Ja. So, wie können wir irgendwas machen? Gut, wenn auch wenn wir darüber gehen können, wahrscheinlich. Ich hasse das. Vera. Was soll ich sagen? Uns egal gewesen.
Okay. Ich weiß gar nicht, was wir vorhin gesehen haben. Was haben wir doch gesehen, was so wie eine Art Ausgang, Eingang-Ausgang war. Ne? Richtig fies alles hier. Richtig fies. Ja, die kann ich nicht machen. So, Lauschmodus. Ist das hier? Mehr Gesundheit, sehr gut. Ja, genau, das sah aus wie der Ausgang. Und irgendwo ganz da oben. Da war noch was? Nochmal Pillen, yes. Ne, 50 brauchen wir jetzt, aber 36, okay. Kann man mitzählen. So, Alkohol. Eine Badewanne, okay. Und das auch noch ein bisschen Money, vielen Dank dafür. Gehört, er foltert Leute. Lass uns jetzt nicht darüber reden. Okay. Du schon mal wen gefoltert? Lass uns erstmal von hier verschwinden. Bitte. Nimm. Abigail, nimm. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt da runtergehen, war es das für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wieder mal eine etwas intensivere, stillere Folge, weil das eh generell ein stilles Let's Play von mir ist, weil ich es ja doch sehr in mich aufnehme, sage ich mal. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen dicken Daumen nach oben da, einen Kommentar, wenn es was da gibt. Und sehen wir uns nächstes Mal wieder hier bei Last of Us Part 2. Bis dahin, Servus und tschüss.